Familienfußballfest. Der Finaltag des dritten LVV-Cups steht fest. Am 21. Juni finden die Endspiele in der Sportschule Egidius Braun im Rahmen eines großen Familienfußballfestes statt. Das kündigten Dr. Norbert Menke, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft LVV, und Dirk Majetschak, Präsident des Fußballverbandes der Stadt Leipzig, zur heutigen Auftaktpressekonferenz an. Nun, wir sprechen mit unseren Produkten ein breites Publikum an, junge wie alte, und sind in der Gesellschaft genauso verwurzelt wie der Fußball. Insofern ist der Fußball, die Nachwuchsarbeit im Fußball für uns das richtige Engagement, um uns als Sponsor zu engagieren. Am 21. Juni spielen die 12 Mannschaften der A bis F Junioren ihre Endspiele des dritten LVV-Cups aus. Zuvor gibt es noch das Halbfinale und die Ansetzungen dafür wurden heute von Heiko Weber ausgelost. Der ehemalige Zweitligaspieler beim FC Carl Zeiss Jena sowie Trainer des heutigen Oberligisten SSV Markranstädt sieht dem bevorstehenden Event mit Begeisterung entgegen. 2.500 Menschen waren beim letzten Cup. Es ist ein Riesen-Event. Abends um 21 Uhr wird noch Nationalmannschaft geschaut. Die Kleinen sind ja meistens ehrgeiziger als die Großen und für die Eltern ist es ein schöner Tag. Weitere Informationen zum Thema LVV Cup gibt es im Internet unter www.lvv-cup.de.